Der Hagestolz von Adalbert Stifter. Erstens Gegenbild. Auf einem schönen grünen Platze, der bergansteigt, wo Bäume stehen und Nachtigallen schlagen, gingen mehrere Jünglinge im Brausen und Schäumen ihres jungen, kaum erst beginnenden Lebens. Während die Jünglinge den ganzen Tag so gefeiert hatten, war auf einer anderen Stelle etwas anderes gewesen. Ein Greis hatte den ganzen Tag damit zugebracht, dass er im Sonnenschein auf der Bank vor seinem Hause gesessen war. Weit von dem grünen Baumplatze, wo die Nachtigallen schlagen, wo die Jünglinge so fröhlich gelacht hatten, lag hinter den glänzenden Bergen eine Insel. Der Greis saß dort an seinem Hause und zitterte vor dem Sterben. Viktor war durch das Pförtchen hinausgegangen. Auf der Höhe blieb er noch ein wenig stehen und da unter den schwachen, undeutlichen Tönen des Dorfes auch das wütende Heulen des Spitzes vernahm, den man hatte fangen und anbinden müssen, damit er nicht mitgehe, so brachen auf einmal die siedenden Tränen hervor und er rief laut in die Lüfte: Ach, wo werde ich denn wieder eine solche Mutter finden und solche Geschöpfe, die mich so sehr lieben? Er schaute noch ein letztes Mal zurück. Das Haus konnte er noch erkennen. Im Grünen sah noch etwas, das so rot war wie Hannas Tuch. Aber das war nur das Dächelchen eines Schornsteins. Dann wandelte er weiter. Und die Welt wurde ringsum größer, wurde glänzender, da vorwärts schritt. Und überall, wo er ging, waren tausend und tausend jubelnde Wesen. Noch größer und noch glänzender wurde die Welt. Die tausend jubelnden Wesen waren überall. Jeden Tag, den er ferne von der Heimat zubrachte, machte ihn fester und tüchtiger. Da saß nun der Wanderer, der sein Ziel der Reise erreicht zu haben glaubte, heute zum ersten Male in der einfachen Herberge des freien Himmels und schaute die Gegenstände um sich herum an. Die Berge, die schönen Berge, die ihm gar so sehr gefallen hatten, wurden nun immer schwärzer und legten drohende, dunkle und zersplitterte Flecken auf den See. In diese Eindrücke versanken seine Sinne.
Viktor. Kennst du das Leben? Kennst du das Ding, das man Alter heißt? Wie sollte ich, Oheim, da ich noch so jung bin? Ja, du kennst es nicht. Du kannst es auch nicht kennen. Das Leben ist unermesslich lange, solange man noch jung ist. Und man meint immer noch, recht viel vor sich zu haben und erst einen kurzen Weg gegangen zu sein. Darum schiebt man auf, stellt dieses und jenes zur Seite, um es später vorzunehmen. Aber wenn man es vornehmen will, ist es zu spät. Man merkt, dass man alt ist. Darum ist das Leben ein unabsehbares Feld, wenn man es von vorne ansieht. Und es ist kaum zwei Spannen lang, wenn man am Ende zurückschaut. Ah, es ist ein schillerndes Ding, das so schön ist, dass man sich gerne hineinstürzt. Man meint, es müsse ewig währen. Aber das Alter ist ein Dämmerungsfalter, der recht unheimlich um unsere Ohren weht. Darum möchte man seine Hände ausstrecken, um nicht fort zu müssen, weil man so viel versäumt hat. Wenn ein uralter Mann auf einem Hügel mannigfacher Taten steht, was nützt es ihm? Alles zerfällt im Augenblicke, wenn man nicht ein Dasein erschaffen hat, das über dem Sarge noch fortdauert. Und um wen bei seinem Alter Söhne, Enkel und Urenkel stehen, der wird oft 1000 Jahre alt.